Hi meine Hübschen, ich habe was voll Cooles bestellt und das zeige ich euch heute. Also wie ich schon gesagt habe, ich war bei Flaconi auf der Internetseite und habe mir ein paar Sachen bestellt. Das liegt momentan auch einfach daran, dass ich super faul bin und eigentlich überhaupt keine Lust habe, irgendwo hinzugehen. Deswegen bestelle ich einfach nur noch alles online. Ja, habe ich beschlossen. Jedenfalls, so sieht die Verpackung aus. Super süß mit Sticker drauf. Und ich zeige euch mal, was ich da so Tolles bestellt habe. Das erste springt mich natürlich sofort an. Art Deco. Und zwar hat das nur 19,95 gekostet. Und das finde ich echt krass, weil da drin ist ein Mascara, ein Eyeliner, Concealer und Eyeshadow Base. Also vier Sachen, die ich normalerweise nicht in dem, also würde ich einfach nicht bekommen, weil allein für meine Mascara gebe ich meistens schon um die 7 Euro aus und jetzt fast ein Zehner mehr und etwas über ein Zehner mehr und habe ich eine ganze Box. Finde ich ganz cool, hat mich angesprochen, deswegen habe ich das auch gleich geholt und so sieht die dann auch aus innen drin. Ist glaube ich auch ganz cool, einfach nur als Geschenk für Weihnachten oder so. Ja, Art Deco. Eyeshadow Base braucht man eigentlich immer. Momentan bin ich auch eigentlich dafür zu faul. Aber eigentlich braucht man die. Und ich muss einfach nur wieder anfangen, die Sachen zu benutzen. Wenn ich die Sachen benutzen würde, würde mein Make-up wahrscheinlich auch länger halten. Dann ein Kajal, der ist auch dringend notwendig für mich gewesen. Den brauche ich auch. Und zwar ist das so ein Soft Eyeliner. Auf die stehe ich total. Und mal gucken. Ja, der ist sogar super soft. Ja, der ist echt soft. Ja, der ist gut. Ja, kann man also nichts mit falsch machen. Ist halt so ein Paket, ne? Finde ich eigentlich immer ganz cool. Jetzt kommen wir zu dem Concealer. Das ist viel, viel wichtiger für mich. Die sind mir nämlich meistens immer zu hell. Aber mal gucken, wie der denn so ist. Gucken wir mal, gucken wir mal. Mal gucken. Hat ja noch nichts zu bedeuten, ne? Boah. Aber es ist eigentlich, naja gut, ein bisschen hell ist er schon, ne? Das sieht man jetzt schon. Aber ich glaube, wenn ich das dann nochmal irgendwie mit Puder ein bisschen fixiere, glaube ich, wird er eigentlich ganz gut aussehen. Dann ganz wichtig, auch etwas, was ich dringend benötige, Mascara. Und zwar noch viel wichtiger, die alte Bürste, die ganz normale, nicht die Silikonbürsten. Die mag ich nämlich gar nicht. Brauche ich auch, bei meiner geht es langsam zu Neige. Und das war es dann eigentlich auch schon mit meinem anderen. Das ist jetzt aufgebraucht danach. Deswegen ganz wichtig, davon habe ich noch einen bestellt. Weil, wie gesagt, brauche ich. Und es ist echt krass, wie schnell das Paket auch da war. Also, echt cool. Finde ich echt toll, das Päckchen. Finde ich, wie gesagt, zum Verschenken, glaube ich, ist es auch ganz cool. Ja. So sieht's aus. Kommt mal an die Seite. Und ist schon mal gut. Dann habe ich mir noch einen bestellt, wie gesagt, und zwar von Astor. Kennt man, kriegt man auch überall her. Habe ich jetzt einfach mal dazu bestellt. Auch hier wieder eine normale Bürste. Und die ist sogar so geschwungen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber auch echt cool. Kann man nicht so falsch machen. Ich brauchte halt Mascara. Deswegen habe ich die gleich bestellt. Falls die andere blöd gewesen wäre. Ne? Man weiß das ja immer nicht. Was noch viel cooler ist, ist von La Vera. Habe ich mir so einen 2-in-1 Pickelstift bestellt. Auch immer echt cool. Die Firma ist halt vegan. Und ich probiere mich ja so langsam jetzt mal. Ich fühle mich ja so langsam ein bisschen in die Sachen vegan so ein bisschen reinzufuchsen. Und kenne ich, ist super, funktioniert, deswegen habe ich ihn mir wieder bestellt. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist echt gut. Der trocknet die einfach so aus. Ich kann euch das ja mal zeigen. Und zwar ist es so ein Roller. Da ist so eine Kugel dran. Hier ist so eine Silberkugel. Da geht man dann nur so im Gesicht lang, wo die Pickelchen auch gerade sind. Und dann habt ihr hier auch nochmal so einen Concealer. Was halt cool ist, ist vegan, ne? Also nichts irgendwie, da ist wirklich gar nichts drin. Das ist schon echt cool.
Deswegen habe ich den auch gleich mitbestellt. Kennt man, ist cool. Ist toll, kommt wie gesagt auch an die Seite. So, dann habe ich noch einen Concealer bestellt. Der ist allerdings nicht für mich, der ist für eine Freundin. Der ist nämlich viel zu hell für mich. Viel zu hell. Das ist so eine Limited Edition von Yves Saint Laurent. Ihr wisst schon. Das ist jedenfalls so eine Special Edition. Das zeige ich mir hier so. Könnt ihr das sehen? Ist cool. Ja, einfach hell. Ja, den werde ich natürlich jetzt nicht aufmachen. Aber ich weiß, dass sie den zu Hause hat. Ich weiß, dass ihre jetzt bald mal zu Ende ist. Deswegen habe ich ihr den geholt. Der wird schon gut sein. Also kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Sonst sehe ich, ich habe noch 2 Proben bekommen. Finde ich ganz cool, so eine Pröbchen immer mal so, wenn die so eingepackt werden. Kann man nicht mit falsch machen. So, da haben wir einmal, Burberry Mai, das ist das, was die ganze Zeit in der Werbung rumläuft. Läuft. Ups. Noch ein bisschen. Oh ja. Riecht auch gut. Muss man mal gucken, wie teuer das ist, ne? Burberry ist wahrscheinlich nicht ganz so günstig, aber riecht gut. Aber das müsst ihr selbst testen. Weil das kann ich jetzt natürlich jetzt, das ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Oder so eine Ansichtssache, naja. Riechsache. Und Biotherm. Ein Cleanser. Probe. Auch gut. Kann man auch nicht mit falsch machen. Jedenfalls habe ich das geholt. Das wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Ich werde die Sachen natürlich auch nochmal richtig ausprobieren. Aber die meisten Sachen kennen wir ja schon. Deswegen, das ist cool. Ich packe euch die Links natürlich unten in die Infobox, falls ihr auch Bock habt, dazu bestellen. Das war's erstmal. Oder? Ist noch irgendwo was? Nein. So sieht's aus. Das habe ich mir bestellt. Ich habe mir selbst ein Geschenk, ich habe mich selbst beschenkt zu meinem 2-Jährigen. Erzählt mir, wie findet ihr den Intro und das Outro, was ihr jetzt sehen könnt. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und schickt mir doch mal auf Instagram ein paar Bilder, wenn ihr da auch schon bestellt habt oder allgemein eure Lieblingssachen. Würde mich auch super interessieren. Man lernt ja auch von euch, ne? Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt. Muah.